Hallo, kleine feine Fangemeinde. Welch Poesie hier schon gleich am Anfang. Ja, wie ihr seht, sind wir wieder auf unserem Server. Und euch müsste auch gleich auffallen, anderes Texture Pack, nämlich Photorealistic. Und hier unsere NPCs, die reden jetzt auf einmal mit uns. Okay, ich weiß nicht, haben die das letzte Mal schon geredet? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben sie jetzt auch Ausrüstung an. Und ich weiß auch nicht, ob ich das letzte Mal schon so weit hatte, dass sie hier bestimmte Sachen reparieren können. Das hier ist Thor, unser Schmied. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich bin der beste Schmied der ganzen Stadt. Wir geben dir jetzt einfach mal unser Diamantschwert und zack. Thor has repaired your diamond sword. Schön. Ja, das sind alles so kleine jetzt hier so Spaßsachen, die ich eingebaut habe. Wie ihr seht, das erste große Gebäude, das uns auffallen sollte, ist diese Kirche. Ziemlich groß geworden, hier oben in den Glockenturm. Apropos Glockenturm, hier, nehmen wir mal kurz das Ding. Musik spielen kannst du natürlich auch. Und wenn wir schon hier oben sind, hier, nicht wunder, der heißt Captain Sparkles, damit er diese Klamotten anhat. Und ja, was sagt denn der? Geh weg, du deckst meine Tarnung auf. Ich verfolge das sogenannte Team Rocket. Sag's keinem weiter, aber ich bin Ash Ketchum aus Alabastia und habe Doppel-Null-Status. Waha. Ja, Team Rocket. Team Rocket? Oh nein, da unten. Wieder nicht wundern, die haben auch nur diesen Namen, damit sie diese Kleidung tragen. Hier die James-Kleidung. Los, Pokéball, fang dieses Hydropi. Was ich hier mache? Nichts. Team Rocket will die Weltherrschaft an sich halten. Das Übliche halt. Und gleich noch ein Hydropi hier eingebaut. Also vor diesen Pokémon ist man auch nirgends sicher. Ja, hier ist die Dorfeiche hinzugekommen. Jedes Dorf braucht natürlich auch eine Dorfeiche. Und wir haben hier einen Spinner. Wir werden alle sterben, die Endermen kommen. Ja, und er hat eine Enderperle in der Hand. Wer weiß, als wie wahr sich das herausstellen wird. Ja, wo es Nacht wird. Schauen wir doch gleich mal hier hintere. Hier sind die Wachtürme. So ungefähr wird hier die Stadt eingekreist werden, denke ich mal. So habe ich es zumindest mal vor. Wachtürme sind eigentlich ziemlich einfach gehalten. Einfach Turm, hier oben drin eine Lampe. Oben drauf noch ein kleines Leuchtfeuer. Hier wird sich irgendwo der Wald durchschlängeln. Hier in diesem Gebiet. Da unten rennen schon die ersten Zombies rum. Hier in dem Gebiet werde ich wahrscheinlich irgendwie einen Hafen hinbauen. Hier haben wir ja eine große Wasserfläche, die auch hier rausführt aufs Meer. Oder wohin auch immer. Ich denke, hier wird sich ein Hafen ganz gut eignen. Da vorne sehen wir im Übrigen den Spawnpunkt. Den habe ich markiert, da bin ich rausgekommen. Ich denke, unsere Stadt wird sich dann hier so entlang ziehen, hier so rüber. Was ich genau jetzt alles einplane, weiß ich noch nicht. Bestimmt noch irgendwie eine Burg oder so etwas. Aber bleiben wir doch erstmal hier bei dem, was wir schon haben. Und damit meine ich jetzt nicht die Spinnen, so, du gehst mal hier weg. Sondern ich würde sagen, wir gehen hier mal in die Kirche rein. Und vor der Kirche steht auch gleich eine Kirchenwache. Oh, verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Das war ein Fail. Nein. So, hört das Wasser jetzt auf zu fließen? Ja. So, die reden mit uns. Wenn du die Kirche enterbst, bekommst du es mit mir zu tun. Er hat auch gleich mal eine gescheite Diamantrüstung an, ein Diamantschwert. Also mit dem sollte man sich nicht anlegen. Jetzt hängt es hier wieder mit den Türen. So, wenn wir in die Kirche reingehen, hier gleich mal ein schön verzierter Bogen, die Decke mit Säulen. Also im Prinzip eine ganz klassische Kirche eigentlich. Kirchenbesucher, dem muss ich mal noch den Kürbis abziehen. Ja, runterziehen. Ja, Kirche ist so langweilig. Ich spiele lieber mit meinen Flintstones. So lang, bis er irgendwas anzündet und die Kirche abbrennt. Es laggt gerade ein bisschen hier wegen der Aufnahme. Hier ist noch mein Kirchenbesucher. Ich wette, der Pater hat Kinder. Das sind auch mal nette Worte. So, der Messdiener Willi, was sagt denn der uns? Das Getreide ist ein Zeichen für das Leben. Hat auch passend dazu Getreide in der Hand. Ich darf noch keine Kapuze tragen. Weil er noch kein Mönch ist, oder wie auch immer. Hier der Bischof Bobby. Psst, du störst mich bei der Gabenbereitung. Und passend dazu auch ein Brot in der Hand. Und der Pater Walker sagt zu uns, im Namen Vaters, des Sohnes, ja, den sollte man besser auch nicht stören.
Ja, hier halt noch ein Kreuz aus Glowstone. Ein bisschen so Farbzeugs drumherum. Ich finde, die Kirche ist eigentlich ganz schön geworden. Nicht zu protzig, aber eigentlich auch ganz nett eingerichtet. So. Hier nochmal von außen. Hier nochmal ein Kreuz am Eingang. Das hier erkennt man schlecht. Das soll eine Sonne darstellen über zwei Kreuzen. Und hier im Dach ist auch nochmal ein Kreuz drin. Ja, schön. So, noch schnell die Spinne hier kaputt machen. Und das Gebäude hier ist ein Kloster. Ich glaube, das werde ich von der Fassade her vielleicht noch mal ein bisschen umbauen. Das gefällt mir irgendwie nicht mehr ganz so arg. Da oben drin sieht man auch schon die ersten Personen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken uns das Ganze an. So, wir kommen hier gleich mal in eine große Eingangshalle. Und hier ist der Friedrich. Friedrichs, rede mit uns. You selected Friedrich. Auf der linken Seite findest du Küche und Schlafraum. Auf der rechten Seite wohnt unser Abt. Oben findest du die Bibliothek sowie die Kapelle. Willkommen in der blau-goldenen Halle. Schau dich ruhig im Kloster um. Also, wenn ihr eben auf den Boden guckt, da soll noch irgendwas geschrieben stehen, aber das erkennt man so ein bisschen schlecht. Ich hatte ein klein wenig Platzmangel hier drin. Da steht Inri. Ich denke, alle gläubigen Christen werden wissen, was das heißt. Ich bin keiner und mach's trotzdem. Und jetzt sind wir hier in der Küche, im Essraum, großer Tisch. Sebastian, der redet auch mit uns. Was redet ihr? Yummy, Steak. Steak oder wie auch immer. Ja, hat auch wieder ein Steak in der Hand. Und hier ist der Javier. Der isst Pilzsuppe. Wilhelm ist einfach ein genialer Koch. Ja dann, Wilhelm. Alles klar. Der will gleich mit uns handeln. Der verkauft uns sogar eine Enderperle, eine Torch und ein Brot und Bücher. Alles, was man halt so in der Kirche irgendwie ein bisschen gebrauchen kann. Wie kann ich dir weiterhelfen? Sagt er noch was anderes? Nee, das sagt nur, wie kann ich dir weiterhelfen? Momentan leider gar nicht. Danke trotzdem. Hier kann man nach draußen gucken. Hier sind wieder ein paar Bücher in der Wand und hier geht's in den Schlafraum rein. Ich finde übrigens, die Truhen sehen in diesem Pack schön aus. Die Bücher eigentlich auch. Eigentlich sieht alles in dem Pack schön aus. Ja, August. Ich bin so müde. Ja, deswegen bist du im Schlafraum, damit du schlafen kannst. Gehen wir wieder raus. So, dann gehen wir einmal nach oben. Und wir sind hier in der Bibliothek gelandet, die viel Platz zum Studieren bietet. Auch so eine Art Versammlungsraum ist. Abgesehen von der Küche unten. Und hier wartet Gebhard. Gebhard, mein Name ist Sieger des Landesvorlesewettbewerbs. Frag mich was, ich kenne alle Bücher auswendig. Ja, also das ist ein fleißiger Bücherleser hier. So, das ist dann die Bibliothek, ganz schlicht gehalten. Und der Spencer. Was? Verbotene Bücher? Nein, 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 als ob. Sehe ich etwas so aus, als hätte ich was zu verbergen. Da war wohl die Zeile zu klein. Ja, das war's dann auch eigentlich schon von der Bibliothek. Hier geht's noch in die kleine Kapelle. Hier wieder ein goldener Altar. Und hier wohnt der Paul. Die Klosterkapelle. Ein guter Ort zum Beten. Vor allem ein ruhiger Ort. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon mal passiert ist, aber wenn ich die Türen so aufmache, passiert's als immer, dass ich in den Türen so festhänge. Und hier auf dem Dach ist der Ferdinand. Ich beobachte den Wandel der Tageszeiten, was ihm übrigens gut zu seiner Uhr passt. Es würde mich mal interessieren, ob sich das Bild auf der Uhr verändert. Jetzt, wenn eh Nacht ist, können wir einfach mal die Time setten. Hat sich das jetzt verändert? Ach, ist ja auch egal. Wäre cool, wenn es so wäre. Und jetzt habe ich natürlich mal wieder einen Raum vergessen. Und das war das Zimmer des Abtes. Ah ja. Nein. Jetzt habe ich gleich wieder was kaputt gemacht. So. Also wie ihr seht, spiele ich gerade im Kreativ-Mode. Ist ja logisch. So. Ja, hier sind wir jetzt bei Abt Elias IV.
Ich verfüge über gottgegebene Kraft und kann dich heilen, wenn du willst. Ich bin Abt Elias der Vierte, Leiter dieses Klosters. Ja, im Kreativmodus braucht er uns nicht heilen, ansonsten können wir ja gerne mal hier durchkommen. Das hier ist einfach so ein bisschen sein Büroraum, viele Bücher, Schreibtisch. Das Bild ist jetzt aufgrund des Texture Packs ein anderes, da waren vorher zwei Wanderer drauf. Und das hier sind die Gemächer des Abts. Dieses Bild hier. Aha, interessant. Dieses Bild hier war vorher ein Heiliger Geist oder was es darstellen sollte, ich weiß es nicht, oder ein Engel oder was drauf war, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Und ja, auch hier wieder viele Bücher im Zimmer des Abtes und ein kleiner Ofen neben dem Bett, damit das auch schnuckelig warm hat. Diesen Luxus hatte ja schließlich nicht jeder. Ja, und kleiner Tipp so am Rande, wenn ihr die Bilder beleuchten wollt, könnt ihr auch einfach drüber Glowstone setzen. Weil, würde ich den Glowstone wegmachen, und es wäre Nacht, dann wäre das hier ganz dunkel und ihr würdet nichts mehr erkennen von dem Bild. So schön. So, jetzt gibt es noch einen Part, den wir anschauen müssen, und das wäre hier draußen. Das wird hier alles noch erweitert. Hier bin ich noch nicht ganz fertig. Der Außenhof des Klosters. Und hier wartet als erstes der Claudius. Hallo, ich bin Claudius, ein Pflanzenzüchter. Ich habe herausgefunden, dass Pflanzen auf nassem Boden besser wachsen. Pflanzen wie Zuckerrohr wachsen ausschließlich auf nassem Boden. Also wie ihr seht, wird hier in dem Kloster auch fleißig geforscht. Hier ist eine Getreideplantage und hier ist ein kleiner, ja, klein, ein bisschen zu kleiner, nicht ganz artgerechter Schweinestall. Und hier wartet der Peter. Geh weg, du Dreckschwein. Ich hasse diese Viecher. Der hat wohl nicht so viel Sympathie für Schweine. Aber gut, das ist ja nicht unser Problem. Hier ist ein Stall. Hier habe ich einfach zwei Spawner eingebaut, damit hier auch die Viecher spawnen. Ja, und dann war das jetzt eigentlich auch schon so weit hier mit unserer kleinen Führung. Ach. Ein Creeper, wie unsympathisch. Schnell kaputt machen, bevor hier Schlimmeres passiert. Ja, wie gesagt, dann war es hier das auch eigentlich schon. Und dann würde ich jetzt auch aufhören. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.